Mein Name ist Dr. Jörg Lange. Ich bin Programmmanager im Bereich Organisation und betreue seit Anfang September das Programm Helaba Sustain. Der Begriff Nachhaltigkeit, da fällt den meisten Leuten meistens nur Umweltschutz ein. Aber es gibt die sogenannten ESG-Kriterien. Das ist einmal die Umwelt, das ist das Soziale und das ist der Bereich Governance. Die Helaba versucht, ihr Produktportfolio so auszurichten, dass der Anteil nachhaltiger Produkte signifikant wächst. Mein Name ist Philipp Kaiser. Ich leite hier bei uns in der Helaba die Tochtergesellschaft Helaba Digital, mit der wir die Möglichkeit haben, Kooperationen und Investitionen in Startups, natürlich vor allen Dingen Fintechs und Proptechs, einzugehen. Mit der technischen Kompetenz und der Nachhaltigkeitskompetenz von S-Way haben wir da, glaube ich, einen guten Partner an der Hand, um da sinnvolle Lösungen zu finden. Arabesk vereint ja zwei große Trendthemen in ihrem Geschäftsmodell. Das eine ist das Thema, große Datenmengen zu verarbeiten mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen. Und das zweite Thema ist natürlich das Nachhaltigkeitsthema, was uns ja alle zum Glück bewegt. Und diese beiden Themen waren für uns halt einfach eine tolle Kombination. Und deswegen haben wir gesagt, diese Kooperation und auch dieses Investment mit S-Ray ist für uns eine Riesenchance und der Meinung sind wir weiterhin. Mein Name ist Andreas Feiner, ich bin einer der Gründer der Arabesk-Gruppe und bin verantwortlich für den Bereich S-Ray. Der Unterschied zwischen dem Rating von Arabesk und anderen Marktteilnehmern ist, dass bei uns alles hundertprozentig systematisch ist. Also ein Rating ist im Endeffekt eine Meinung über ein Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und dort gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, das zu machen. Und wir machen es eben hauptsächlich über systematische Prozesse und künstliche Intelligenz. Da haben wir mehrere Milliarden Datenpunkte in der Datenbank. Ein vielleicht interessantes Detail ist, dass wir jeden Tag mehr als 30.000 Artikel maschinell einlesen. Also wir haben aktuell bei Arabesk vier Hauptlinsen, die wir uns anschauen. Das erste ist der UNGC, der UN Global Compact. Da geht es um Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Antikorruption. Der UN Global Compact war eine der allerersten internationalen Initiativen, die Nachhaltigkeit mit Unternehmen gefördert haben. Anfänglich nur 30, 40 Teilnehmer, inzwischen 10.000 in 150 Ländern. Das Thema ESG, da geht es ganz, ganz generell um Thema Soziales, Umwelt und Unternehmensführung. Und dann haben wir noch Güter und Dienstleistungen, die wir uns anschauen, die von Unternehmen produziert werden. Und als letztes der Temperature Score beinhaltet den Beitrag von Unternehmen zum Klimawandel. Da bemessen wir den Beitrag eines Unternehmens zu den Klimazielen aus Paris. Also wir geben quasi einem Unternehmen eine Gradzahl und können dann auch sagen, wie heiß ist mein Portfolio oder wie cool bin ich als Unternehmen. Und das ist immer eine schöne Sache.